Hallo liebe Basketballfreunde, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir schauen uns in diesem Video an das Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets und die Serie der Heat gegen die Boston Celtics. Da sind wir bereits in Spiel Nummer 4. Oddspedia, the Sports Betting Community. Genau, gestern Nacht Miami gegen Boston. Boston konnte zurückschlagen, aber bevor wir uns diese Serie anschauen, schauen wir doch mal zu den Lakers gegen die Nuggets. Die Denver Nuggets, das Team, das wohl kein Mensch dieser Welt in den Finals vermutet hätte. Ich am allerwenigsten. Die Clippers sind an ihrer, ich weiß es nicht, Arroganz oder Teamchemie oder was auch immer gescheitert. Auf jeden Fall hat dieses Denver-Team etwas geschafft, was einmalig gewesen ist in der NBA-Spielzeit. Sie sind in zwei Serien nach einem 3-1 wieder zurückgekommen. Und jetzt geht es gegen den haushohen Favoriten, die LA Lakers, die auch noch mit einem angepissten LeBron James jetzt unterwegs sind. Was hat er? Er wurde in der MVP-Wahl nicht ganz unerwartet Zweiter, aber nur mit 16 von 101 Stimmen oder so. Und das gefällt ihm leider Gottes gar nicht. Und es pisst ihn off, hat er im Interview gesagt. Und mal schauen, ob man das jetzt auch bei den Spielen der Lakers gegen die Nuggets geht. Die LA Lakers, klarer Favorit, auch von den Quoten mit einem 1-3-3 gegen die Underdogs schlechthin. Die Nuggets im ersten Spiel konnten sie im ersten Viertel noch mithalten. Und dann wurden sie eigentlich in Viertel 2 und 3 abgeschossen. Ich glaube, das vierte Viertel ist dann nicht mehr repräsentativ. Dementsprechend eine 12-Punkte-Niederlage. Interessant, das war jetzt, glaube ich, eins der wenigen Spiele, wo richtig, richtig viele Punkte gefallen sind. Und hier auf oddspedia.de könnt ihr euch die News anschauen, wenn irgendwo etwas zu diesem Spiel auf deutschsprachigen Seiten zu lesen ist, dann sieht man das hier. Und ja, heute Livestream, Spox und The Zone, wer es sich anschauen mag. Was ja wirklich schade ist bisher, dass wir keine Spiele mehr zu guten deutschen Zeit haben. Eigentlich sind alle Games entweder 1.30 Uhr oder um 3 Uhr rum. Bisschen schade. Auf der anderen Seite Wahnsinn, dass wir jetzt schon auch in den Finals sind. Ja, als es damals hieß, der NBA-Meister wird erst im Oktober ermittelt, das war noch so unglaublich weit weg. Und jetzt sind wir schon im Ende bzw. Mitte September angekommen. Die Quoten, die Line, das ist für mich die Wette hier bei diesem Spiel, bei 214 ungefähr. Über 214,5 Punkte oder 215 Punkte mehr ist so meine Favorite Bet. Ich sehe auch tatsächlich keinen anderen Ausgang als einen Sieg der Lakers und ein offensives Feuerwerk von LA. Und die Nuggets müssen irgendwie schauen, dass sie LeBron bremsen, dass sie Anthony Davis bremsen. Und nach dem ersten Spiel, aber auch nach dieser harten Schlacht gegen die Clippers, fehlt mir momentan ein bisschen die Idee, wie Denver hier ein Spiel gewinnen soll. Leider, leider, leider. Aber vielleicht kommen sie nach dem 2-0 auch nochmal zurück, denn das wäre doch richtig sexy, wenn hier die Nuggets mithalten würden. Sie sind definitiv ausgezählt. Also ich glaube, nur die Spieler glauben vielleicht daran, dass sie weiterkommen. Und ja, das wäre doch richtig eine schöne Cinderella-Story, wenn hier Denver mithalten könnte. Ganz anders sieht es bei den Heat gegen die Celtics aus. Hier haben wir bisher eine 2-0-Führung von Miami gesehen, die jetzt nicht mehr Bestand hat, sondern Boston hat das dritte Spiel gewonnen. Boston war in allen drei Spielen zwischendurch mindestens mit 12, 15 Punkte vorne. Zweimal konnten die Heat zurückschlagen, mit Jimmy Butler in einer überragenden Klatschform. Aber auch generell muss man sagen, sind die Heat schon ein sehr, sehr ausgeglichenes und homogenes Team. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite, die Boston Celtics haben jetzt mit Gordon Hayward auch einen ihrer letztendlich Superstars zurückbekommen. Der verdient nicht so zum Spaß 30 Millionen Dollar pro Jahr. Der hatte damals bei den Utah Jazz die absolute Go-To-Guy-Rolle und jetzt bei Boston etwas andere, vor allem nach den ganzen Verletzungen. Aber man sieht schon beim Ballhandling bei Spiel 3, das war eine etwas kreativere Mannschaft der Celtics. Ist auch klar, wenn dann auf einmal Gordon Hayward den Ball vorbringt und nicht vielleicht ein Wanamaker, der mit Sicherheit ein guter NBA-Spieler ist, aber dann doch eher so die zweite, zweieinhalbte, dritte Reihe in den Conference-Finale von seinem
Können darstellen sollte. Und ich glaube, das hat Boston schon jetzt gut getan, dass sie mit Hayward wieder einen super Spieler zurückbekommen hat, auch wenn er von der Statsline nicht überzeugt hat. Im Westen hat man eine Einzigartigkeit erlebt mit den Denver Nuggets. Auch hier im Osten gibt es was Einzigartiges. Es ist zum ersten Mal nicht der Erst- oder Zweitplatzierte, also eins der Erst- oder Zweitplatziertesten Teams im Osten im Finale, sondern der Dritte gegen den Vierten. Auch eine kuriose Geschichte. Hier für Spiel 4 sehe ich auch einen Boston-Sieg. Ich zeige euch auch hier mal die Serien, wie es insgesamt aussieht. Die Nuggets gewinnen die Serie gegen die Lakers. Eine 9-5 gibt es jetzt hier bei Intertops, habe ich mal rausgesucht. Im Osten ist das etwas enger gestalten. Heat sind derzeit der Favorit, klar nach einer 2-1-Führung. Aber trotzdem, die Celtics gewinnen die Serie. Ist für mich mit einer 2,2 eine interessante Wette. Auch wäre meine zweite Wette, die ich hier empfehlen würde, wenn man Langzeitwetten gerne spielt. Die Quote von 2,2 ist definitiv fair. Und wenn die, das vierte Spiel gewinnen, dann wird auch die Quotenverteilung wieder so sein, dass Miami der Außenseiter ist, wie sie es vor der Serie waren. Wer wird Meister? Auch hier sind sich die Buchmacher sehr sicher. Ich persönlich habe vor Playoff-Start zwei Tipps abgegeben. Einmal Meister wird LA Clippers, damals noch eine Quote von 4,2. Habe ich mich richtig drüber gefreut, weil ich mir sicher war, dass die Wette aufgehen könnte. Also sicher. Und die andere Wette war tatsächlich auf die Boston Celtics. Da hatte ich eine Quote von 16, glaube ich, noch mitgenommen. Mal schauen, Boston ist noch drin. Aber hier auch, wenn man ein bisschen gamblen möchte, könnte Boston mit 7,5 interessant sein. Aber Stand jetzt denke ich tatsächlich, dass nichts an den LA Lakers vorbei kommen würde. Wir schauen noch ganz kurz hier einmal den Überblick an. Es gibt zu den Finals jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich möchte nicht auf die einzelnen Spiele eingehen. Denver, LA habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut. Miami, Boston, bisher jedes Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Zwei tolle Teams, die ich beide gerne im Finale sehe, die auch es verdient haben. Und im Westen, glaube ich, hoffen wir zum einen, dass es irgendwie noch eine knappe Serie gibt und vor allem, dass die Lakers, wenn sie dann ins Finale kommen, nicht komplett ausgeruht sind gegen vielleicht eine 7-Spiele-Serie der Celtics gegen die Heat, dass wir noch super Finals erleben. Das war jetzt das letzte Video zu den Conference Finals. Ich mache das nächste NBA-Video zu den NBA Finals, weil jetzt einfach auch nicht mehr so viele Tipps drin sind. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Wir sagen nochmal kurz, heute mein Lieblingstipp. Über 214,5 Punkte in dem Spiel der Nuggets gegen die Lakers. Hier ein Sieg der Celtics gegen die Heat. Und am besten gefällt mir Seriensieg Boston Celtics für eine 2,3. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eine wunderschöne Woche, einen guten Start ins Berufsleben wahrscheinlich wieder. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten NBA-Video oder Bundesliga-Video wiedersehen. Bis dann! Oddspedia, the sports betting community.